und die Message stimmt nach wie vor. Beatles was a good group. One, two, three, four. One, two. Also, komm, Unzug. Hi, ich bin Paul McCartney und ihr müsst ganz schön mutig sein, um euch diese Sendung anzuschauen. Dave Jones, owner of the world-famous Cavern Club. Brian Southall, author. Paul Denoyer, journalist. Graham Paisley, verger of St. Peter's Church. Klaus Voormann, ich weiß nicht, ob ich Musiker oder Grafiker bin. Astrid Kircher, Fotografin. Ian Hart, raconteur. Pauline Sutcliffe, youngest sister of Stuart Sutcliffe. Achim Reichel, Musiker. Keep rocking. All you need is love. Und die Message stimmt nach wie vor. All you need is love. Da, 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 da. Love is all you need. Good morning, everybody. Thank you. Welcome. Die Beatles sind das größte Phänomen der Popkultur seit 5 Dekaden, obwohl die Band eigentlich seit 1970 nicht mehr zusammen ist. Ende 2009 sind die Beatles durch die Veröffentlichung des Gesamtkataloges aller Alben remastered und die Veröffentlichung eines interaktiven Videogames wieder in aller Munde. Genau, die Beatles haben tatsächlich die Musikindustrie umgestürzt, dadurch, dass diese Beatlemania zu einem Massenphänomen in einem ganz neuen Ausmaß gemacht hat, zu einer Hysterie, die breite Schichten der Bevölkerung auf einmal, zumindest der jüngeren Bevölkerung, auf einmal so in Bewegung versetzte. Und das ist natürlich was, was seitdem jede Jugendbewegung immer gerne machen möchte, was ganz selten nur gelingt. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. 4 Musiker aus Liverpool sollten die Geschichtsschreibung der Popkultur verändern. Keine Band vor oder nach den Beatles hat einen ähnlichen Einfluss auf Musik, Geschäft, Mode, Gehabe und Haltung im modernen Rock'n'Roll. Ich meine, für mich waren die Beatles noch irgendwie da hinten in der Freiheit im Indra, da spielt so eine Band aus Liverpool, da lass uns mal hingehen, ich glaube, die sind ganz gut. So, und mit denen konnte man in den Pausen ganz normal reden, mach mal irgendwie dieses Gitarrenintro da, irgendwie würde ich mir gerne mal langsam gespielt angucken, würden wir auch gern spielen wollen oder so. Das konnte man alles mit denen machen, das waren ganz normale, nette Jungs. Ne? Vielleicht gibt es Bands in Papua-Neuguinea, die besser sind als die Beatles, aber ich kenne sie nicht. Um es einfach zu sagen, sie sind die beste Band, die es jemals gab. Was ich damals dachte, war eigentlich immer, die können nicht dumm sein. Das gibt es nicht. Wer sich seines Körpers so bewusst ist und seiner Gestik, da muss mehr sein. Die Beatles waren die erste Band, die sich selbst immer wieder neu erfunden hat. Die Rolling Stones machten das nie. Die Beatles erfanden eine eigene Art von Pop, die sich bis heute hält. Hätten sie es nicht in dieser Art erfunden, hätte man es nicht tausendfach kopieren können. Also ich finde die Kombination so toll. Das jetzt, sagen wir mal, musikalisch würde ich jetzt, sagen wir mal, Ringo, da nicht mit einbeziehen, sondern
wie die drei zusammen funktioniert haben in den besten Zeiten. Das beeindruckt mich und ich glaube, das hat genauso ständigen Wert. Sie waren Pioniere von außergewöhnlichen Harmonien, interessanten Instrumentalisierungen, die ihrer Zeit und der Rock'n'Roll-Musik weit voraus waren. Was die Beatles vor allem taten, war, Mode in die Rockmusik einzuführen. What was essentially at the time a rock and roll band. They'll be remembered for being the first. Die Beatles waren die erste britische Band, die eine globale Fangemeinde hatte. Sie werden als die erste Band, die einen eigenen Studiosound kreierte, in Erinnerung bleiben. In diesem Sinne kann man sagen, sie erfanden den Rock'n'Roll neu. Begann in Liverpool, St. Peter's Church. Dort fand nicht nur das erste Treffen zwischen John Lennon und Paul McCartney statt, sondern die Grabsteine und deren Inschriften inspirierten die Beatles später zum Song Eleanor Rigby. Das ist St. Peter's Church, wo sich John Lennon und Paul McCartney am 6. Juli 1957 zum ersten Mal trafen. Als wir uns zum ersten Mal trafen, war er 16 und ich war 1,5 Jahre jünger. Und in diesem Alter ist das ein großer Unterschied. Wenn einer 16 ist und der andere 15, dann schaut der Jüngere zum Älteren auf. Außerdem hatte John die Persönlichkeit eines Leaders. Er war sehr geradlinig, witzig. Er war einfach ein toller Bursche, zu dem wir Jüngeren alle aufblickten. Witty. Nonchalant. He was just a great guy. Und er hatte Koteletten, die uns Jüngeren noch gar nicht wuchsen. Terrific, because we couldn't even grow. Wow, sideboards. That was great, I was great. You're all shitting yourself. Hey, John. John. Paul, meet a man from school. Paul, please, too. What, with himself? Paul McCartney came in with his friend Ivan Vaughan. Paul McCartney kam mit seinem Freund Ivan, der die beiden miteinander bekannt machte. So he was instrumental in making the introductions. The meeting was somewhat difficult at first. They were teenagers. Das Treffen war zunächst etwas schwierig. Beide waren Teenager und Paul war 18 Monate jünger als John und die Quarrymen. Paul war elegant gekleidet. John und die Quarrymen hatten einen Auftritt hinter sich und waren etwas mitgenommen. And at this meeting it was, as I say, was somewhat difficult, but it was Paul who made the running by playing on his guitar, played 20 Flight Rock, Bebop, Lubop. Paul spielte dann einige Songs vor. Trotz seines jungen Alters war er schon ein versierter Musiker und die Quarrymen waren wirklich beeindruckt. And the Quarrymen were suitably impressed by this. I got a girl with a wrecking machine. When it comes to rocking, she's a queen. To dance on a Saturday night, all alone, I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down, so I walk 1, 2, flat 3, 5, 4, 5, 6, 7, flat 8, 5 more. Upon the 12th, I'm starting to drag. 15 the more, I'm ready to sack. The meeting was. Das Treffen dauerte nicht länger als 20 Minuten. Danach musste Paul nach Hause, um beim 55. Geburtstag seines Vaters zu spielen. John und die Quarrymen mussten noch 2 Sets an diesem Abend spielen. Nach dem Meeting beschlossen John und Pete Shotton, die 2 Frontmen der Band, Paul zu fragen, ob er in die Band einsteigen möchte. Rather in our band than anyone else's.
Ich kam in die Band, weil ich den Text zu Songs kannte, die John nicht kannte. 20 Flight Rock von Eddie Cochran zum Beispiel. Und das hat John beeindruckt, obwohl ich ein Jahr jünger war. Und der Rest ist Geschichte. Machen Sie mit mir eine Reise in die Vergangenheit. Ich gehe 20 Jahre in der Zeit zurück. Ich bin auf dem Weg zur Geburtsstätte von Beatlemania, nach Litherland Town Hall. Und es war mir vorbehalten, die Beatles hier für einen Auftritt zu vermitteln. Zum ersten Mal am Dienstag, den 27. Dezember 1960. Und was für eine Nacht war das? Der Veranstalter machte ein kleines Vermögen an dem Abend. Ich bestand darauf, dass die Beatles bezahlt würden. Ich verlangte 8 Pfund. Er wollte ihnen 4 zahlen. Wir einigten uns auf 6. 6 Pfund für die 5 Beatles aus diesen Tagen. Glauben Sie mir, es war absolut mitreißend. In dieser Halle waren ungefähr 800 Besucher. Und das Geschrei, als Paul Long Tall Sally anspielte, war unglaublich. Das war die Geburtsstätte von Beatlemania. Das ist Litherland Town Hall. This was the birthplace of Beatlemania. This is Litherland Town Hall. Von diesem auf. Als wir anfingen, waren wir die Vorgruppe für andere, nicht der Hauptact. Der Cavern Club in Liverpool sollte eine historisch wichtige Bedeutung für die Beatles erlangen. Als die Beatles 1961 das erste Mal hier auftraten, war der Cavern Club bereits ein führender Live-Club in England. Und die Beatles verstärkten diesen Ruf natürlich enorm. Für viele Leute ist ein Besuch im Cavern wie eine Pilgerfahrt. Für viele Musiker ist es eine Ehre, hier spielen zu dürfen. Alle vier hatten einen wichtigen Beitrag innerhalb der Band zu leisten. Ohne dass sie das vermutlich jemals untereinander ausgesprochen hätten. Bands wachsen zusammen aufgrund von Zufällen. Wir stehen hier nun im Cavern Club von heute. Er wurde 1973 geschlossen und in den frühen 80ern abgerissen. Dieselben Ziegel. Er wurde mit den originalen Ziegeln wiederaufgebaut. Und die Idee ist dieselbe, ein großartiger Live-Club zu sein. Es ist sicher, dass die Beatles vielseitig waren. Es ist für jeden etwas dabei, aber gleichzeitig trauere ich über, was ich die Beatles-Industrie nenne. Jede Industrie, die sich aufgrund der Kultur aufbaut, engt mehr ein, als sie erweitert. Wenn du derzeit durch Liverpool gehst, gibt es unzählige Dinge, die mit den Beatles zu tun haben. T-Shirts, die berühmten Bilder, Plattencover. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Beatles. Ich glaube, es gibt immer noch eine andere Geschichte über die Beatles, die nie erzählt wurde. Anything you like, you can get, but it will be from a very narrow range of what they were. And I think there is still another story to be told about the Beatles. Wouldn't mind the pain, would always feel the same if this boy gets you back again. I think, you
Wenn man mit Leuten aus Liverpool über die Beatles spricht, sind die meisten begeistert darüber, was sie für Liverpool geleistet haben und wie sie unseren Tourismus angekurbelt haben. Die Verbindung zwischen den Beatles und Liverpool und dem Cavern Club wird immer bestehen bleiben. So wie der Papst und Rom, Shakespeare und Stratford. Die Beatles wurden hier geboren, gingen hier zur Schule. Es ist eine echte Liverpooler Geschichte. Im Liverpool von heute finden sich nach wie vor viele Wahrzeichen der Beatles-Geschichte. Liverpool veränderte sich von einer trostlosen Industriestadt mit einer der größten Arbeitslosenraten Europas zu einer modernisierten Kleinstadt. Trotzdem gilt nach wie vor, um die soziale Leiter hinaufzuklettern, gibt es für ehrgeizige Jugendliche nur zwei Möglichkeiten: Sportlerkarriere oder das Showgeschäft. Selbstverständlich wird man an jeder Ecke an die großen Söhne dieser Stadt erinnert. Stuart und John Lennon met Liverpool Art School in about Stuart und John Lennon lernten sich ca. 1958 in der Kunstschule in Liverpool kennen. Stuart war schon zwei Jahre vor John auf der Kunstschule. Er wurde schon im Alter von 16 aufgenommen, was eher unüblich ist. John begann die Schule im ganz normalen Alter. And John entered at the correct age for entry into a college education. Sie wurden einander von Bill Harry, der auch Student in der Kunstschule war, vorgestellt. Er dachte sich, es ist vom Schicksal vorherbestimmt, dass sich die beiden kennenlernen. Da hatte er wohl recht, oder? I had this coffee bar club and the Beatles, unknown to me as musicians, used to be Ich hatte dieses Kaffeehaus und die Beatles, von denen ich nicht wusste, dass sie auch Musik machen, hingen jeden Tag bei mir im Lokal herum. Außerdem hatte ich Schwierigkeiten mit der Gesundheitsbehörde wegen des obszönen Geschmieres auf der Damentoilette. Und sie sagten, ich müsse das entfernen. Und so fragte ich diese beiden Rumhänger, Stuart Sutcliffe und John Lennon, ob sie für mich arbeiten wollen und das Damenklo ausmalen. Ich wusste, dass sie aufs College gingen. Und für mich können Künstler malen. Ob sie Bilder malen oder eine Wand ausmalen, ist das Gleiche. Und so zahlte ich ihnen 10 Pfund für das Ausmalen der Klos. Das war das erste Geld, das sie von mir bekamen. Poor, I had to lend them the money to buy some clothes. Und so habe ich sie nach Hamburg vermittelt. Aber sie waren so arm, dass ich ihnen das Geld für Kleidung und eine Art Anlage leihen musste. Sie konnten es sich nicht leisten, mit der Bahn oder dem Schiff nach Hamburg zu fahren. Daher habe ich sie mit einem kleinen Minibus hinübergeführt. Und dann waren sie in Hamburg, im Vergnügungsviertel, bekannt als die Reeperbahn. Und diese 5 Burschen, die selbst noch nie ein Nachtlokal von innen gesehen hatten, spielten plötzlich im größten Prostituiertenviertel Europas. Und das jede Nacht, bis 3 und 4 Uhr früh. Of Europe, and there they were playing till 3 and 4 o'clock in the morning. Come on and sing, come on and sing. Das war eine Art Gründerzeit, ne? Ich meine, da fing alles an da war vieles auf eine Art und Weise urtümlich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. There were nightclub bands.
Es gab Nachtclub-Bands damals auf der Reeperbahn. Und natürlich gab es Hans Albers und Freddie Quinn Musik. Wir haben Hamburg aufgeweckt. Except for the odd Hans Albers harmonica. Or Freddie Quinn. No, we woke him up. Come on and sing, come on and sing. Es gab vorher nur Läden mit Musikboxen und die Läden, die die besten Platten in den Musikboxen hatten, die waren am meisten frequentiert worden. Das ging ja schon los bei den Verstärkeranlagen, die da auf der Bühne standen. Das hat heute irgendwie jede Amateurband in ihrem Übungsraum. Und außerdem hatte man manchmal den Eindruck, als wenn es dem Publikum gefiele, sich selbst zu hören, weil die waren so laut mit ihrem Gekreische und so, dass irgendwie, ja, die Musik war dann irgendwie zwar der Auslöser, aber irgendwie akustisch war das so, nicht so, wie es heute ist, zumindest. Es waren immer noch, und das machte sie ja damals im Starclub schon ungeheuer sympathisch. Es waren irgendwie freche Jungs mit einem unglaublichen Humor. Ne? Also der denn für uns irgendwie als Norddeutsche nur bedingt nachvollziehbar war, weil diese englisch gefärbte, dieser Sarkasmus, der kam manchmal auch so rüber, dass wir da standen und dachten, ist das jetzt lustig oder wollen die uns jetzt irgendwie ärgern? Und das war einfach umwerfend, weil es nicht nur, es klang fantastisch, und ich habe bis heute nichts, es gibt keine Aufnahmen von der Zeit, wie die gespielt haben, nichts Vernünftiges. Nur so Tonbänder, die irgendjemand mal da in der Ecke hat stehen haben. Die Musik war atemberaubend und diese Jungs, die auf der Bühne standen, haben mich völlig fasziniert. Besonders einer, und das war Stuart Sutcliffe, der sowas von cool aussah und hübsch, dass ich mich auf der Stelle in ihn verknallt habe. And about a month after they were playing there, I got a letter from Stuart Sutcliffe saying that John Lennon. Etwa einen Monat nachdem sie in Hamburg zu spielen begonnen hatten, bekam ich einen Brief von Stuart Sutcliffe, in dem er schreibt, dass John Lennon, wie üblich, meine Kommission nicht bezahlen will. Ich schrieb zurück, wenn ihr nicht zahlt, dann verschaffe ich euch ein Arbeitsverbot bei allen Agenturen in England, Deutschland und der ganzen Welt. Naja, die ganze Welt kennt den Rest der Geschichte. Ich war es, der nie mehr gearbeitet hat. Nicht sie. It was me who never worked again, not them. Zurück auf den jungen Mann, der eines Tages in unser gemeinsames Plattengeschäft kam und die Platte My Bonnie verlangte. Brian konnte sie nicht finden, auch nicht in den Verzeichnissen. Und dann erfuhr Brian, dass die Musiker, die diese Platte in Hamburg aufgenommen haben, keine 500 Meter entfernt jeden Abend auftreten, im Cavern Club. Und so hat Brian die Beatles kennengelernt.
Er war einfach erstaunt über die große Nachfrage nach dieser ersten Platte. Wenn überall schreiende Teenies rumlaufen, wenn die immer ihre Konzerte nicht mehr spielen wollen, weil die Mädchen zu laut schreien, natürlich ist das Sex. Man könnte sich an den Kopf fassen, ob des ganzen Beatle-Rummels, meinen manche Leute, aber ganz sicher handelt es sich bei ihnen um die ewig Uneinsichtigen. Für jeden, der etwas auf sich hält, ist es eine Selbstverständlichkeit, bei diesem Tanz das Bein mitzuschwingen. Das Bein oder auch irgendeinen anderen Körperteil. Ein spezielles Dokument. Längst erregten die Beatles auch die Aufmerksamkeit der deutschen Medien. Hier ein TV-Beitrag mit Originalkommentaren über eine Miss Beatle-Wahl. So eine Wahl der Miss Beatle ist keine einfache Sache. Vor allem, wenn eigentlich niemand so recht weiß, was nun eine Miss Beatle ist. Miss Beatle, was soll das Besonderes sein? Was soll man sagen? Das ist ein bisschen aus wie ein Durchschnittsmädchen auch. Ne? Hat das halt schon nach der Mode gerichtet heutzutage. Ne? Ich stelle mir die Miss Beatle vor, dass sie lange Haare hat, untupiert und ungefähr so wie die Freundinnen von den Beatles. Miss Beatle, unserer Vorstellung nach, ein dufter Zahn mit langen Haaren, aber trotzdem einfach duftend vielleicht. Unter Miss Beatle stelle ich mir ein junges Mädchen vor, allerdings nicht unter 17 Jahren. Sehr gepflegt aussehen, ein bisschen langes Haar, sehr nett und intelligent sein. Intelligenz, lange Haare, dufter Zahn. Man sieht recht verschiedene, aber dafür doch auch sehr vage Vorstellungen. Da kann man auf die Praxis gespannt sein. Ja, und so schreiten sie denn für den Veranstalter, können wir leider nicht nennen, da es sich um keine Werbesendung handelt. Jedenfalls, sie schreiten und sie singen. Ich wünsche mir zum Geburtstag einen Beatle, das wäre so wunderschön. Das wäre so wunderschön. Und darum hängen die Bilder der vier an der Wand bei mir. Das ist eine Freude. Falls Sie, liebe Zuschauer, die Sache nicht erkannt haben sollten, hier ist die Originalmusik. Bitte, Miss Beatle, noch einige Sätze nach diesem harten Kampf. So, hier, reinsprechen. Es freut mich sehr, und Sie werden die Beatles besuchen. Ich werde von allen alles Gute wünschen. Sind Sie jetzt glücklich oder was, was haben Sie jetzt für ein Gefühl? Na, ist ja eine tolle Geschichte. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Ein komisches Gefühl? Ja, das haben andere auch. Die Wildheit oder den ungezügelten Drang, den man da so in sich hatte, dass man das loswerden konnte und zugleich noch irgendwo landete damit. Das war schon so ein toller Antrieb. Ne? Was the best. I wrote the song on Sergeant Pepper. It's getting better all the time. And then John goes, couldn't get much worse. Mein Optimismus und sein Zynismus waren die perfekte Kombination. Das Argument, dass die Beatles so in einer Reihe mit den Klassikern stehen, ist ja ziemlich alt. Das gab es ja in den 60ern auch schon, dass dann im Fernsehen so klassische Pianisten da sitzen und dann sagen so, ach, und der Beatles-Song. Am Anfang ist das ganz einfaches zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug mit mehrstimmigen Gesang. Am Schluss ist das irgendwie, was ich, 70 Instrumente, die da alle noch mit reinspielen. Man hört immer, dass es ein Beatles-Song ist. Das ist zum einen der Song, zum anderen ist es aber auch diese Gabe von George Martin, das so einzuspielen, dass es eben immer nach Beatles. Yeah, apart from giving us all that music, which they supplied us, was to, I think, reinvent the. Etwas, das die Beatles taten, außer uns großartige Musik zu geben, ist die Neudefinition des Begriffs Popstar. So wie Bob Dylan in den USA. Mehr zu sein als nur ein Entertainer. Von ihrer Zeit an mussten Popstars auch Propheten sein. Und sie mussten Songschreiber sein. Im Gegensatz zu früheren Generationen. They were certainly icons of fashion and all the rest of it, but they had to be, because they had to be songwriters, I suppose, as well as just singers. This was a big difference from the previous generation, where you had somebody like Frank Sinatra, who was a no-good Frank singer. Sinatra war ein großartiger Sänger, aber seine Lieder wurden immer von anderen geschrieben.
Und das wird von Stars bis zum heutigen Tag erwartet. Heute ändert sich das vielleicht wieder, da wir in einer Welt von Castingshows und Coverversionen leben. Vielleicht endet hier der Einfluss der Beatles in dieser Hinsicht, was nichts über die Bedeutung ihrer Musik aussagen soll. Entertainers as far more disposable entities than has been the case since the 1960s. So maybe in some ways the Beatles' era of influence is coming to a close, which is not to say that their music will be put away and forgotten. Es ist ja tatsächlich so, dass zu der Zeit, als es die Beatles gab, Louis Armstrong auch jedem noch ein Begriff war. Also dass es immer so war, dass jeder Pop-Act immer noch eine Generation länger übersteht oder zwei Generationen länger übersteht als die Zeit, in der er aktiv war. Und da kann man bei den Beatles, glaube ich, jetzt auch gar nicht sagen, inwieweit das nicht genauso ist und vielleicht in 10 Jahren oder so niemand mehr so ein großes Interesse an den Beatles hat. Das hängt davon ab, wie sich die Popmusik weiterentwickelt, wenn sie sich denn entwickelt. I am the Eggman. Du hast Erfolg mit einer Idee, die außergewöhnlich scheint. Die Leute werden sagen, wow, hast du noch mehr davon? Wenn du glaubst, es ist gut, behalt es. Wenn nicht, weg damit. Ich weiß nicht, ob da irgendein Hintergedanke dabei war. Natürlich wurde das Apple-Gebäude zu ihrem Hauptsitz. Die Apple-Mädchen standen bei den Treppen Schlange. Einige dieser Apple-Mädchen wurden auch zu Weihnachtsfeiern eingeladen. Ein Dachkonzert auf dem Dach des Apple-Gebäudes zu machen, warum nicht? Natürlich wäre es mir lieber gewesen, wenn die Beatles weitergemacht hätten. Aber ich habe mich daran gewöhnt, dass es die Band nicht mehr gibt. Ich würde gerne sehen, dass Ringo mehr macht. I'd like to see them do music, you know. I'd like to see Ringo do some stuff, because I think, you know, he can be great. In Hamburg, einer Stadt mit Beatles-Geschichte, wurde 2009 das Beatles-Museum Beatlemania eröffnet. Liebevoll gestaltet, kann der Beatles-Fan hier in 5 Stockwerken Memorabilia, Themenausstellungen, Originaldokumente und vieles mehr bewundern. Grundidee dieser Ausstellung war, das Thema so aufzubereiten, dass sich Leute, die nun nicht als eingefleischte Beatles-Fans gelten, trotzdem ihren Spaß dabei haben. Was mich immer ärgert, ist, wenn ich in Ausstellungen bin und ich gehe rein und habe dann eine ganz lange Wand mit 27 Bilderrahmen und 27 Schildchen und eine Kordel und dann darf ich da nicht und dann muss ich das alles lesen. Ich gucke dann einfach immer nur, wo ist diese Ausstellung zu Ende? Ich will raus, das ist mir alles zu langweilig. Und da kommt dann dieses Spielerische mehr dazu, dass man gesagt hat, okay, man kann auch mal einen riesen Schallplattencover wirklich anfassen, aufmachen, eine Schallplatte rausziehen oder einen Kopfhörer aufsetzen, mal Karaoke machen, hier mal auf den Knopf drücken, da passiert irgendwie was, dass das nicht so vorgefertigt ist. Und
Männlichen ist. Also keiner hat auf dem Kopf geschrieben. Das sind also Kriterien, die das so ein bisschen einengt. Dann muss man zwischen 3.000 und 5.000 Euro rechnen. So, ist es auf dem Bild unterschrieben, dann kann man noch mal so 2.000, 3.000 dazu packen. Auf Langspielplatten sind schon gar nicht mehr zahlbar. Naja, da ist man so im 20.000er Bereich, wenn das denn alles echt ist. Uwe Blaschke signiert mit der Handschrift aller vier Beatles, um zu zeigen, wie nah Original und Fälschung beieinander liegen. Also ich denke mal, dass als die Beatles im Februar 1964 zum ersten Mal nach Amerika kamen und in dieser Ed Sullivan Show auftraten, mit Erfolg, 70 Millionen haben das gesehen, dass da gerade der Amerikaner als Businessman erkannt hat, da ist ein Produkt, die machen auch noch Musik, sehen gut aus, die werden jetzt vermarktet und dann ging die Maschinerie los in Produktionen von 1000 Artikeln des täglichen Bedarfs, was wir in Deutschland erst Und verblüffend, wie viele Beatles-Produkte, heute würde man sagen Merchandising, schon in den 60er Jahren produziert wurden. Ich habe so ungefähr 20 Jahre lang in Hamburg rumgewerkelt und wollte irgendwas Vernünftiges in Sachen Beatles zu Wege kriegen. Das ist mir aber nie so richtig gelungen, obwohl schon so ein paar Highlights da waren, die darauf hindeuteten. Dann kam aber jemand aus Bremen, Matthias Höllings, der einen alten Kumpel überzeugen konnte, ein Beatles-Museum, nenne ich es mal, ist eigentlich mehr eine Erlebniswelt, einzurichten. Dann hat der Kumpel gesagt, das mache ich. Dann kam ich ins Spiel als Berater und als jemand, der auch ein paar Sachen zur Verfügung gestellt hat. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Ergebnis sehr, sehr, sehr zufrieden. Zurück in Liverpool. Dort gründete Paul McCartney das Liverpool Institute of Performing Arts für junge Künstler. Pauls Anliegen war, das alte Gebäude zu retten, und ich hatte die Idee, wie man ein Institut für höhere Bildung organisieren könnte. Was wir hier in LIPA versuchen, ist, junge Künstler darauf vorzubereiten, was sie in der Realität erwartet. Dieser Raum ist das Paul McCartney Auditorium, in dem wir viele Veranstaltungen abhalten und alles in Eigenregie unserer Studenten. Every aspect of the show we put on is provided by our students. Hier ein besonders begabter Student des LIPA, Joe Kenny. Started me off singing was when I was about 8 or 9 years old. I sang Hey Jude in like a Christmas concert. Ich begann zu singen, indem ich Hey Jude als kleiner Bub so mit 8, 9 Jahren bei einem Weihnachtskonzert vortrug. Mit Paul McCartneys Beteiligung in LIPA ist der Bezug zu den Beatles natürlich gegeben.
yeah, with Paul McCartney's involvement in Lipper, I suppose the Beatles and Paul McCartney has inadvertently kind of had an effect on my musical development, now I think about it. Over me. He packed protection, all he got. Whoa, his cum boot he's got. Oh, no sideboard he wants by. No cracker he got. Fear down through his knees. Hold you in his armchair, you can feel his disease. And I come together right now. Over me, yeah. I don't get sick of Beatles songs, no. Ich habe nie genug von Beatles-Songs, vielleicht als ich 8 oder 9 war, weil sie da alles waren, was ich hörte. Danach habe ich verschiedenste Alben gehört und heute ist es klar, warum ich Beatles-Musik so verehre. It's clear to see why I liked them so much back then and I like them so much now. Mold your filter in one and one and one is three. Got to be good looking, cause it's so hard to see. Now come together right now over me. I don't know if it's unusual, but it's definitely nice to see that he is. Es ist definitiv schön zu sehen, dass Paul McCartney dieses Institut unterstützt, weiterentwickelt und in die Welt hinausträgt. You know, bring it to the wide world. Und ich darf einen Mann begrüßen, auf den ich mich wirklich freue. Das sind dann die tollen Seiten dieses Berufs, dass man sagt, ich darf ihm jetzt die Hand geben. Ich habe es mir nicht geträumt, als er die Musikwelt in Bewegung brachte. Meine Mutter hat geweint, weil ich ähnliche Haare hatte wie er. Jetzt haben wir beide die Frisur, die den älteren Damen gefällt. Hier ist er. Herzlich willkommen in Wetten, dass Paul McCartney. Hier ist einer der erfolgreichsten Songwriter aller Zeiten, Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Die Netten und Blonden haben sich immer für die Beatles entschieden. Das war eigentlich ganz klar. Also die Stones, das waren wirklich mehr die Taffen und Sympathy for the Devil und so Zeug war für mich kein Thema. Also I Follow the Sun war ein Beatles-Titel und das war für mich auch immer die Richtung, eindeutig Beatles. Und wenn ich heute auf einer einsamen Insel irgendwo lande, komme ich mit dem gesamten Beatles-Angebot gut über die Runden, mindestens 10 Jahre. Natürlich, Mensch, was soll das denn? Ist es eigentlich ein bisschen ärgerlich, wenn bei jedem, der dich sieht, die Nostalgie durchbricht? Jeder denkt an die Jahre, die zurückliegen. Is it, do you mind if everybody is thinking about the good old days? If they see you say, oh Paul, those were the times? No, this is good. It's good enough for me, yeah. It's okay. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. Wenn heute Justin Timberlake einmarschiert bei mir oder Lady Gaga, dann ist von Gänsehaut natürlich nichts zu spüren. Man muss mir immer erklären, da kommt eine blonde Schnöpfe rein. Ist das die Freundin von Batman oder von Superman oder von Iron Man? Und ist die noch populär oder ist die schon populär? Wenn Paul McCartney reinkommt,
dann überzieht sich natürlich mein Rücken mit einer wohligen Gänsehaut. Es war ja sogar noch schlimmer. Einmal kam der Mann Nachmittag zu mir in die Garderobe. Ich war gerade am Duschen und ich komme aus der Dusche raus und Paul McCartney steht da. Das ist genauso, wie wenn sich eine Apothekenhelferin gerade die Lockenwickel reindreht und Brad Pitt betritt den Raum. Für mich war das unglaublich, diesen Menschen, dem Held meines gesamten Lebens, unaufgeräumt und ja, mit nassen Haaren entgegenzutreten. Ihm war das völlig wurscht. Jedes Traumpaar ist auch mit einer gewissen Rivalität. Das war bei Winnetou und Old Shatterhand so, das war bei Mike Krüger und mir so und das war auch bei Paul McCartney und John Lennon. Nur waren das eben zwei Genies, die sich ergänzt haben. Und der Beatles-Fan fragt heute nicht mehr, wo lag das Genie? Das Gesamtergebnis ist einfach ein Traum. Das ist also wie bei Mozart und Schikaneder bei der Zauberflöte. Stimmt einfach. Hitparaden hat es immer wieder gegeben. Jetzt gibt es natürlich die Jahrhundert-Hitparaden. Ich habe keine einzige gesehen, wenn es um Rockgruppen ging, wo die Beatles nicht die Nummer 1 waren. Was ist deine persönliche Nummer 2 und Nummer 3, wenn es um die besten Rockbands des Jahrhunderts geht? Nummer 2 ist die Beatles. Gut. Und Nummer 3 ist die Beatles. Wie ich? Ja. Same Charts. Ja, I don't want. Wir haben uns Folgendes gedacht. Es gibt den Musikverein Dresden, begabte Bläser und Bläserinnen, die hier mit Trompeten schon einmarschiert sind. Die haben Yesterday eingeübt als Marsch. Wenn du das dirigierst, glaube ich, sind die alle für ihr Leben lang glücklich. Das Dresdner Publikum wird den Musikverein Dresden adeln. Und ich bin dir ewig dankbar. Bitte. Und wieder verstand es Thomas Gottschalk, Fernsehgeschichte zu schreiben. Das war vermutlich das erste und einzige Mal, dass Paul McCartney eine Blaskapelle dirigierte. Sachsen-Ringo! Ein weiterer Erfolg. Dankeschön, meine Herren, meine Damen und Herren. Große Leistung. Countries. It isn't hard.
ganz schwierig, weil meine Frau, die Christina, die hatte diese Idee und kam und sagte, Klaus, jetzt hast du jahrelang diese Freunde gehabt, jetzt bist du 70 Jahre alt, jetzt geh doch mal her und besuch die Jungs doch mal. Das muss doch Spaß machen. Und ich sagte, nee, das macht keinen Spaß. Ich habe das abgeschlossen. Ich wollte es nicht mehr machen. 1979 bin ich wieder zurückgekommen nach Deutschland und habe gesagt, Musik war für mich abgeschlossen. Letzte Band, in der ich gespielt habe, war McRabenack. Und McRabenack war für mich, Dr. John, war für mich das Idol überhaupt. Schon von Sam Cooks Schallplatten her kannte ich McRabenack und habe ihn verfolgt. Und der hat mich gefragt, dass ich in seiner Band spiele. Und da habe ich gedacht, das ist es, nun ist Schluss mit der Rock'n'Roll-Musik. Und bin nach Deutschland gekommen und wollte an sich überhaupt nicht mehr spielen. Und habe diese ganzen Freunde, das alles hinter mir gelassen. Anlässlich seines 70. Geburtstags beschloss Klaus Voormann, der die Beatles nicht nur seit den 60er Jahren persönlich kannte, Gründungsmitglied von John Lennon und Yoko Onos Plastic Ono Band war und auf allen Soloalben von Ringo Starr und George Harrison spielte, wie auch auf Klassikern wie Imagine, ein besonderes Projekt. A Sideman's Journey, ein Soloalbum, auf dem er mit vielen seiner Freunde, allen voran Paul McCartney und Ringo Starr, noch einmal zusammenspielte. Also das Tollste an diesem ganzen, in dieser ganzen Session mit Paul war, dass er sich voll auf mich eingestellt hat. Er sich schon vorher überlegt hat, was mache ich am besten, damit Klaus vernünftiges Material kriegt für seine Doku. Und das alleine im Nachhinein ist so toll. Nicht? Er hätte ja genauso gut kommen können, schmeckt das Stück auf und geht wieder nach Hause. Nein, aber er hat sich die Mühe gemacht, dass er das auch macht, wie er die Mundharmonika spielt für die kleinen Kinder. Also traumhaftes Material. Ich bin so stolz darauf. Ich denke, wir sollten Ringo auf einen späteren Tag haben. Wir sollten so eine kind of Track haben. So, wir spielen es durch, just roughly. Das Interessante war, dass ich überhaupt keinen Unterschied gemerkt habe zwischen im Top Ten 1961 da zu sitzen, zum ersten Mal den Bass zu spielen. Jetzt, wie viele Jahre später, sitzen wir beide da, er am Klavier, damals er ja auch, er hat ja Klavier gespielt. Er hat ja nicht Gitarre gespielt auf der Bühne, sondern zum größten Teil Klavier. Und das war genau das Gleiche. Er saß da und ich saß da vor der Bühne und spielte den Bass. Also da war kein Unterschied. Natürlich die Zusammenarbeit mit ihm war toll zu sehen. Ich wusste das, ich habe es noch nie gemacht, aber ich wusste, dass er sehr konzentriert und gut. Ich habe es beobachtet mit den Beatles, wenn ich mal ins Studio kam und habe mal Mäuschen spielen dürfen. Einmal hat er mich sogar gefragt, ich sollte Bass spielen. Ich glaube, das war On Long and Winding Road oder irgend sowas. Und ich habe, ich spiele auf kein Beatles-Stück, habe ich ihm gesagt. Und das war dann auch richtig. Er hätte es wahrscheinlich sowieso nur, oder die Band hätte es nur als Anregung vielleicht mit irgendwie verbraten oder benutzt. Aber spielen, Paul hat selber den Bass gespielt. Das fand ich abwegig. Habe ich mich auch nicht getraut. Bang your head on the paper till the man comes and throws you in jail. But don't let the sun get you crying. Ja, okay, wir haben genug Beispiele von Künstlern, wo es nicht funktioniert.
Und die tun mir besonders leid. Mir tut ein Elvis richtig leid, weil er mit dem, was er war, nicht zu Rande gekommen ist. Für mich scheint das der Schlüssel dazu zu sein, dass du das, was du verkörperst, nicht ernst nehmen darfst. Es geht nicht, dass du da oben auf so einem Sockel stehst. Die sind ja alle gleich. Ne? Und ich meine, wenn wir im Studio zusammen sind, ob das mit John Lennon war oder mit Paul oder mit Harry Nilsson oder mit Carly Simon, wir stehen alle auf dem gleichen Boden. Der eine geht aufs Klo genauso wie ich, der hat auch nicht ein Spezialklo für sich, sondern wir sind alle nichts anderes. So if I do a one, two, and then we'll one, two, how three, do you, how ba, ba, ba. Do you set? Yeah, so just start like that, okay. Yeah. To be one, two. Yes, me now love again. Had no love since you know when. You know love, yes I do. And I'm saving all my loving just for you. Now, you might think they're silly, but I think the first solo should be double as long. You just play the piano. It's getting technical. Well, I mean, I'll play. We can do something. We'll do guitar or something. Yeah. Okay. Twice as long solo. Two verses for the solo. Yeah. Oh, God. He's getting bossy now. Is he like this at home? Yeah. Producer Vorman. Okay. I had no love since you know when. You know I love, yes I do. And I'm saving all my loving just for you. So this is what I find, you know, compared to how we used to record. It was like, you know, you come in, Siggy, cup of tea, track. Siggy, cup of tea, another track. Lunch, Siggy, cup of tea, another track. You know, and you have four tracks at the end of the day. I'm tempted to stick drums on it, but... Piss Ringo off, isn't it? Just to piss him off. You, what were you watching? I couldn't do the shuffle like Ringo. He's a... You'd be able to do that much better. But I can turn it into a boom, chop, boom, chop, boom, chop, boom, 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 boom. Es war so, dass wir an sich wollten, dass Ringo, Paul und ich zusammenspielen. Und er sagte, Mensch, das ist toll. Ringo sagte am Telefon, dann können wir alle drei zusammen, das wäre doch sagen, das wäre doch was. War richtig begeistert. Und dann haute das nicht hin. Weil genau zu der Zeit, wo er das hätte machen sollen, musste er die Chelsea Flower Show eröffnen. Und dann marschierte unser Ringo ins Studio. Ich hatte ein paar Mal vorher mit ihm schon telefoniert. Und er ist dann gleich, wir hatten das wunderbar vorbereitet, das Band war da, er wollte sich nur noch an sein Schlagzeug setzen. Das war schon aufgebaut, er hat seine Leute dafür, die bauen das alles schön auf. Dann brauche ich sich nur hinsetzen und spielen. Kopfhörer auf, sagt ein kleines bisschen leiser, ich muss mich lauter hören. So. Und hat das Stück da drauf gespielt. Wunderbar. Und für mich ist es toll zu sehen, weil ich kenne Ringo eben, wie gesagt, das erste Mal, wo ich richtig mit ihm gespielt habe, war für die Plastic Ono Band LP, wo es wirklich nur John, Ringo und ich war. Und mit Ringo zu spielen, ist einfach eine Wonne. Der kann den ganzen Tag da sitzen und spielt das Gleiche
Immer noch mal. Der würde nie aufgeben. Er hat die ruhigste Temperament, was du dir nur vorstellen kannst. Er hat wunderbar gespielt und hat eben das ziemlich schnell abgehakt, dieses I'm in Love Again mit Paul und mir. Und dann sind wir weiter und haben US 16 einstudiert, wo er dann partout das Lied nicht mehr singen wollte. Er sagt, ich kann doch nicht singen, You're 16, you're beautiful and you're mine. Das geht doch nicht. Also er hätte es auf der Bühne mal so gesungen und da war ein Mädchen, die machte dann, hat abgewunken. Und seitdem hat er gesagt, er wird das Lied nie wieder singen. Ja, das ist die perfekte Mischung, die du haben solltest, wenn du ein Sideman bist. Und in dem Falle waren sie ja alle Sidemen. Und das ist so toll. Er ist halt der große Ringo Starr, aber zum anderen ist er der perfekte Sideman. Er kann Witze machen, er kann stundenlang auf dem Stuhl sitzen, er kann stundenlang Schlagzeug spielen, er kann zuhören, er kann weghören. Er ist perfekt. Nobody feels any pain tonight. Das ist ein toller Abschnitt in meinem Leben und ich kann mich an viele Sachen erinnern und werde es auch nie vergessen. Und ich habe auch nie, das ist komisch, weil mich Leute das immer fragen, ich habe auch zu der Zeit nie daran gedacht, dass ich da vorne den Hanselmann machen sollte und vielleicht selber Stücke schreiben und da vorne singen oder sowas. Ist mir nie in den Sinn gekommen. Ich wollte gerne so sein. You come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're all rivers and curves, so what a girl. Eyes that sparkle and shine. Also ich bin hauptsächlich froh für alle anderen auch wieder mal. Nicht nur für mich, sondern weil es ist ein schönes Produkt geworden. Und ich freue mich, weil ich kriege jetzt ständig, weil ich den allen die CDs und die DVDs und Boxen verschickt habe. Und ich kriege ständig E-Mails, wo sich alle freuen, weil wie toll das ist und wie stolz sie sind und was das für eine warme Atmosphäre ist. Und da fühle ich mich nicht nur selber für mich stolz drauf, sondern ich bin stolz darauf, dass ich das gemacht habe für die anderen alle, weil die alle auch glücklich sind. Und eben auch viele Interessenten, die das Ding kaufen und das gut finden. Da freue ich mich drüber. My heart went pow. Ooh, when we kissed, I could not stop you. Ich habe gewusst, dass er diese Instrumente kauft. Ich wusste, dass das Mellotron da steht. Aber als er denn dieses Harpsichord-ähnliche Instrument spielte, wo sie the day the world gets round, wie er das gespielt hat, dachte, ach ja, das ist ja genau der Klang. Er hatte genau das Instrument und er spielt darauf genau das Gleiche. Und das war also für mich auch umwerfend. Das habe ich nicht gewusst. Und ich wusste auch nicht, dass das Instrument ist. Ich dachte, es wäre ein normales Harpsichord gewesen oder ein Klavichord. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Harpsichord oder, naja, auf jeden Fall wusste ich nicht, dass es das Instrument war. Und auch wie er ans Mellotron geht, ne? Dieses Mellotron, wo diese Tonbänder drin sind. Wunderbar. Ja, richtig klasse. I mean, you know, there's a couple of eccentric moments in there. You've seen all this stuff, have you? All this old stuff. This is the original thing from Abbey Road. Oh. You know, from Because the World is Round, you turned me on. I know that stuff. Because the world is round. But that's the actual instrument, you know, that we did. And, yeah. Great.
And what happened is, you know, these record companies, they're rationalizing, and the bosses say, you've got to get rid of this to the studio guys, and they ring me up in panic. I've got to get rid of it. I said, well, okay, I'll buy it. And, so it all comes here, you know, their home. But it's great, you know, it's fabulous stuff. I thought it was a normal cembalo. I didn't know it was one of those. No, this is the actual one off from Abbey Road, off that session. And then there's a harmonium in the back that was off the... we can you work got it the out. Old Mellotron, too. Mellotron, yeah. You know what? It's great when there's kids crying in the street. The little children, and the mummy, and I go, no, 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 wait. Shadow. That's you in the shadow, right? Yeah. Great. Mm. That's Astrid, that's you. Yeah. And that's Stuart. And the waiter, I forgot his name. Mm-hmm. And that's when they opened it. Beautiful. Well, we think it might have been I'm in Love Again, Fats Domino. I was late, and it was early morning, and there wasn't many people in the club. Otherwise, you wouldn't have asked me to come out. Mm-hmm. Great, though, huh? Lovely. Atmosphere. Astrid, really cool. And Pete Best on the drums. Oh, yeah. You know I love you. Kiss me. Thanks, I will. Oh, and the moon. Yes, me, I'm loving. McCartney Rose. Is that right? Did you invent it? Well, I didn't invent it. I was up all night. Mm. Well, they named it after me. Yeah? Great. The people who made, and that's Christine. Great, thank you very much. Yes. And this one is for me. That's for you. Ah, that's thank you very you, much. For Dick. And that's for you? And this is for me. I'm taking mine. Okay. See you, Klaus. Thanks, man. Oh, thank you so very much. Thank you. Lovely. Lovely to see you. Okay. Great. Great fun. We rock. Yeah. Ja, voll Wahnsinn. Also es war so lieb, der hat alles gespielt. Nicht zu fassen. Und es hat ihm richtig Spaß gemacht. Ja. Da freue ich mich. Und es war auch für ihn ein richtiger Step back. Do it again. Mit Spaß. Feierabend. Ja, he's good. Pauli. Wir machen jetzt Ausweiskontrolle. Alle Jugendlichen unter 18 Jahren müssen dieses Lokal verlassen. Der geborene Sideman, das bin ich auf jeden Fall, ja. Ich mag immer gerne in Teams arbeiten, sogar Grafik. Du hast einen Freund von dir mitgebracht, über den ich mich sehr freue, der euch die Beatles in frühen Tagen und dich dann weiter begleitet hat. Wo ihn alle zum ersten Mal kennengelernt haben, das ist ein denkwürdiges Cover, das er gezeichnet hat, Klaus Voormann. Und er hat, da sitzt er, herzlich willkommen, Klaus Voormann. Klaus. Das Leben in erster Zeit war ja wild. Hier in solchen Dachkammern, wenn wir die Handkamera mal kurz... So haben Lennon McCartney in winzigen, kleinen Zimmern gewohnt. Ja. War das wirklich so? Ja, das war wirklich so. Ja, das war ganz kalt.
Aber es war toll, es war eine tolle Zeit. Für mich natürlich eine wunderschöne Erinnerung, die damalige Zeit. Aber es war kalt und die Räume waren sehr klein. Diese Decke, die Flagge vor allem, so haben die gewohnt, die Jungs. Die einen hat sich die Füße gewaschen, die anderen haben daneben gepinkelt. Und trotzdem... Das ist, und ich glaube, um dir ein Kompliment zu machen, deswegen bist du auch heute, was du bist. Du bist hier einmarschiert, ohne eine Heerschar von Leibwächtern, ohne eine große Attitüde, die viele deiner Kollegen schon nach 2 Jahren im Geschäft haben. Also es hat dich offensichtlich normal gehalten, dass du einfach diese Anfänge gehabt hast. Ja, so haben wir in der Tat angefangen. So ging es los. Wir haben damals sogar in einem Kino gewohnt. Der Mann, der uns damals promotet hat, hatte ein Kino, war Kinobesitzer. Wir schliefen in einem Zimmer neben der Toilette. Also wir mussten rein und sagten, ja, vielleicht dürfen wir uns kurz hier rasieren. Wären die Menschen gleichzeitig reingekommen sind ins Kino. Es war eine tolle Zeit, eine gute Zeit. Und damals haben wir auch, wie gesagt, einen guten Boden gefunden, sozusagen Realismus. Schlimmer konnte es ja nicht werden. Im September 2009 erschien das Beatles-Gesamtwerk, alle Alben in 2 Boxen, neu remastered. Ein Genuss für alle Beatles-Fans. Im Projekt Beatles Remastered hört man erstmals Tondokumente aus Studio-Sessions, die einen Eindruck geben, wie die Beatles im Studio zusammengearbeitet haben. Ursprünglich war George Martin der oberste Produzent. Als sich die Dinge lockerten, gab uns George ein bisschen Kontrolle über die Programme. Ich glaube, es zeigt, dass, wenn wir aufgeregt waren, war der Track auch aufgeregt. I mean, you got to remember, the Beatles started off on 2-track, right to 2-track to stereo. Ihr müsst bedenken, die Beatles begannen im Studio mit 2-Spur-Aufnahmen. Wir hatten 2-Spur, 4-Spur, 8-Spur, 16-Spur, 24-Spur, 2x24-Spur, 48-Spur und noch mehr gesehen. 16-Track, 24-Track, 2 24s joined up, 48 and a few more if you want them. We've seen, you know, cassettes come in. Wir sahen das Kommen der Audiokassetten. Als die Beatles anfingen, gab es nicht einmal Audiokassetten. Als wir in den Anfangszeiten einen Song mit nach Hause nehmen wollten, um ihn uns anzuhören, mussten wir eine Vinylschallplatte pressen lassen. Ich mag die Weiterentwicklung. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, Sgt. Pepper klingt besser auf Vinyl. Aber mir gefällt es auch auf Kassette oder CD. And they're just different formats, you know, if that's the kind of player you've got, then that's what you want. And I think the quality is improved, less hiss, you know, but I said to my sister-in-law in Liverpool. Ich sprach unlängst mit meiner Schwägerin in Liverpool, die nichts mit dem Musikgeschäft zu tun hat. Sie sagte, was ist die Sache mit diesen CDs? Und ich sagte, CDs sind sehr gut, die Qualität ist besser, da ist kein Rauschen mehr drauf. Und sie sagte, was meinst du mit Rauschen? Und ich sagte, na du weißt doch, am Anfang eines Songs, bevor er beginnt, hörst du... Auf CD hörst du gar nichts mehr von dem. Und sie sagte, schade, mir hat das gefallen. Man wusste, dass danach das Lied beginnt. Die Beatles am berühmten Zebrastreifen des Straßenübergangs vor dem Abbey Road Studio in London. Eine große Chance für das Videogame Beatles Rock Band ist, eine ganz neue Generation an Musikvideospiele heranzuführen. Es gibt sicher Millionen von Leuten, die die Beatles lieben, aber wahrscheinlich nie Spiele wie Rock Band bisher gespielt haben.
you know, playing Rock Band or other music games today. It's just, you know, they're not game players. But given an opportunity to experience this music that they love. Wir wollen diesen Leuten die Möglichkeit geben, die Musik ihrer Lieblingsband auf neue Weise zu entdecken. The opportunity to expand the category dramatically is really there with this game, and I'm hoping that that's the way it actually plays out. All right. Looks like they want us to talk amongst ourselves, Paul. Yeah, I think so. What do you think of the game? I love it. I love it. You love it? Yeah. Okay. I can't play it. Thank you. Thank you very much. No. Say a bit more. Say a bit more. Yeah. Now, the game is good. The graphics are very good. And we were great. Now, we love the game, it's fantastic. Who would ever thought we'd end up as androids? 2009 wagten sich die Beatles auch auf ein neues Feld. Das Videogame Rock Band Beatles wurde veröffentlicht. Somit kann jedermann zu Hause zu den Originalsongs ein Beatle sein. Du hörst hier sicher etwas, was du zuvor noch nie gehört hast. Ich glaube, die Anziehungskraft besteht darin, die Beatles menschlich zu machen. Wenn das mit einem Videospiel gelingt und es rüberkommt, dass Menschen in einem Studio gearbeitet haben und du im Spiel ein Teil davon wirst, ist es großartig. Ich glaube, gerade für jüngere Leute ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass dieses Videospiel rausgekommen ist, Beatles Rockstar, das ja auch ökonomisch unglaubliche Dimensionen hat. Das unterschätzt man ja immer, wie viel Stückzahlen eigentlich abgesetzt werden davon. Und ich glaube, dass viele Leute zum ersten Mal Beatles hören und das auf eine Art und Weise hören, wie die Beatles das sich selber ja gar nicht vorstellen konnten, nämlich interaktiv. Also man hört die Beatles und man spielt die Beatles gleichzeitig. Das ist, glaube ich, eine sehr zeitgenössische Form, Popmusik wahrzunehmen. Jeder, der noch lebt, ist irgendwie mutig. Weil das Leben, egal wer du bist, ist nicht einfach. Ich dachte, wenn du reich und berühmt wirst, wird das Leben leichter. Aber das stimmt nicht. Zum Thema Legenden. Es hat immer mit wirklichem Talent zu tun, so wie bei Bob Dylan oder jemandem wie John Lennon. Er war einfach so talentiert und so ein großer Mann, er musste eine Legende werden. Und es war nicht wegen irgendetwas, was er sagte, sondern welche Songs er schrieb. I'm the Walrus, Strawberry Fields, die Liste ist so lang wie dein Arm. Legende wird man, wenn man gut ist. It's long as your arm, the list, you know. And it's really just because they're good.
endlich mal wieder tief durchatmen, ohne dass da ständig einer irgendwie sagt, was bist du für ein super Typ irgendwie, aber erzähl uns doch nochmal, wie war denn das? Scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. Such pleasure. Just love.